In der Musik- und Kunstschule Ataraxia in Schwerin fand am 17. November ein Konzert unter dem Motto Energie für Nachwuchs statt. Ein sehr besonderes Konzert. Mit Unterstützung der Stadtwerke Schwerin und der Young Academy Rostock haben junge Nachwuchsmusikerinnen und Musiker gemeinsam gespielt. Aber gerade hier in Schwerin haben die Stadtwerke für Jungmusizierte eine extra Bedeutung durch die Unterstützung beim Bundeswettbewerb. Und insofern freuen wir uns sehr darüber, dass wir jetzt hier auch der Öffentlichkeit diese schöne Kooperation präsentieren können. Ein buntes Programm lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Musikschule. Die Jugendlichen beherrschen ein vielfältiges Leistungsspektrum mit ihren unterschiedlichen Instrumenten. Die Young Academy Rostock ist eine Abteilung der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Nachwuchsmusikerinnen und Musiker zu fördern. Wir haben hier eine ganze Reihe junger, begabter Musikerinnen und Musiker, die an den beiden Musikschulen der Stadt, am Konservatorium Schwerin und an der Musik- und Kunstschule Ataraxia ausgebildet werden. Und die JARO Rostock ist ein Netzwerk, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen Nachwuchs, musikalischen Nachwuchs zu fördern und an der Hochschule mit den Möglichkeiten und mit dem großen Backup der Hochschule besonders zu fördern, noch intensiver und besser als wieder das hier bei uns an den Musikschulen machen können. Das Kooperationsprojekt ist für die jungen Künstlerinnen und Künstler eine gute Gelegenheit, ihre musikalischen Werke zu präsentieren und sich auf diese Weise für ihre Förderung zu bedanken.